Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Space Engineers. Wie ihr seht, ich bin jetzt eigentlich wieder auf dem Heimweg. Immer noch angepisst. Aber naja, that's a game. Weiter geht's. Bin immer nicht so. Diesmal habe ich es ein bisschen raffinierter gemacht. Ich habe es jetzt zum. Ich habe jetzt erst die Batterien abgestöpselt, beziehungsweise nicht abgestöpselt, sondern eben halt überall die Haken rausgemacht. Somit haben wir jetzt weitaus mehr Energie als vorher. Dürfte ergo bis nach Hause zumindest reichen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, jetzt haben wir alles in Überfluss, was jetzt Materialien angeht. Was ich eigentlich ein bisschen shitty würde ich jetzt nicht sagen, ne? Aber finde ich schon ein bisschen kack, yes. Aber kann man halt nichts machen. Das ist nun halt mal immer noch Early Access. Dass ich jetzt auch gerade einfach so die Aufnahme ausgemacht habe. Aber wie schon gesagt, man muss jetzt hier nicht 4 Minuten sinnlos rumsitzen und. Boah, Alter, ich kriege immer ein Herz, Kasper. Und eben halt warten, bis da endlich mal was weitergeht. Will ich euch nicht antun, will ich mir persönlich auch nicht antun, weil, warum? Sehe ich ja nicht ein. Deswegen habe ich eben halt mal die Aufnahme unterbrochen und fliege jetzt eben halt wieder nonstop zur Base. Ich hoffe bloß, dass unsere Leiche da noch liegt. Hoffe ich echt. Wenn nicht, dann hätte ich es eben halt wiederfahren. Das werde ich dann aber diesmal offscreen machen, weil das will ich euch echt nie antun. Weil wir brauchen dann wieder Platin. Was es blöderweise nur im All gibt. Mir geht es nach diesem, in Anführungsstrichen, Rage Quit eigentlich schon wieder ein bisschen besser. Und ja, es geht voran. Ich hoffe bloß, dass die Turrets mich nicht abknallen. Weil ich weiß nicht, ob die eben halt auf meinen alten Charakter geeicht sind oder nicht. Ich hoff's mal nicht. Hatte ich nämlich schon einmal gehabt, dass die Turrets einfach auf alles schießen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und diese Lags, boah, Jesus. Habe ich eigentlich schon relativ gute Hardware drin. Na gut, ich habe jetzt kein NASA-PC, ne? Kein Xeon oder so. Einfach nur einen stumpfen i7. Aber trotzdem. Ich habe meiner Meinung nach eigentlich schon eine relativ gute Grafikkarte drin, die das Spiel eigentlich locker stemmen müsste, aber wirklich dicke. So, vielleicht finden wir ja noch ein paar Überreste von unserem alten Schiff da drüben an der Wand. Ich hoffe es. Weil denkt eigentlich noch relativ viel dran. Bitte Geschütztürme, schießt nie auf mich. Uah. Also im Visier haben sie mich nie. Schon irgendwas Gutes. Oh. Oh, ich hasse das. Triebwerke aus und ich bin wieder zu Hause. Helm absetzen. Wie schon gesagt, jetzt haben wir ein bisschen was im Überfluss. Schon alle. Ja, es fängt wieder richtig geil an. Okay, wunderschön. Trägheitsdämpfer näher an. Jesus. So, wir sind eigentlich vor uns straight dagegen geknallt. Na, hier liegen noch ein paar Einzelteile vom Schiff. Na, und ich hoffe eben halt wirklich, dass wir das Spielinventar noch finden. Das ist mir eben halt eigentlich echt das Wichtigste.
Weil die sagen, die waren ja doch schon schweineteuer irgendwo. Boah, ernsthaft. Jedes Mal die scheiß Flaschen. So, warum ich jetzt aber 7000 Schuss habe, das weiß ich echt nicht. Okay. Also wieder zurückgehen, die verdammten Oxygenflaschen holen. Boah. Ich weiß nicht, ob die Leiche, die spawnt, ist. Das ist es eben halt. Also die Leiche, die spawnt schon, aber eben halt der Rucksack. Das ist. Mir ist das Wichtigste irgendwo. Also Geschütze, ihr müsst schon aufpassen, wo ihr hinschießen wird, ne? Also ich laufe hier gerade rum. Aber die Geräusche, die sind schon geil. Schon alleine von den Geschützen. Aber naja, wie schon gesagt, das Feuerkinder, also das war echt ein Gamebreaker, ohne Witz. Das ist belastend, sowas. Das ist einfach aber nie gebacken kriegen. Ja, und plötzlich, ohne irgendeinen deftigen Grund, hatte Tesla schon gehabt, ne? Da ist er ausgetickt. Kann ich mir eigentlich schon gut vorstellen. Es gibt den Grund, aber das Schiff fängt auf einmal an, nach oben zu steigen. Obwohl eben halt eine Schwerkraft da ist. Das ist eben halt das Utopische. Also das wie Eis. Kobalt. Okay. Und wie schon gesagt, da unten steht es eigentlich. Hier gibt es eine Schwerkraft, ENG, wie bei uns auf dem Planeten, ist ja klar. Und dann auf MO plötzlich. Fängt das Ding an zu schweben. Das treibt einfach nach oben. Was ist denn das? Kies? Wie kommt bitte schön Kies hierher? Irgendwie fühle ich mich gerade bei Minecraft, aber ohne Essen. Ja, das ist das, was hier eben halt wirklich noch fehlt. Dieser wirkliche Survival-Aspekt. Essen, trinken. Mal keine Lecks. Hallo? So. Wenn sie dann voll ist. So, noch einmal von Anfang. Also hier liegen Einzelteile vom Schiff. Was war denn das gerade hier? Noch was vom Schiff. Die ganzen Ressourcen interessieren mich eigentlich null. Ich will bloß meine Werkzeuge haben. Wollen wir das? Bloß die guten Werkzeuge, der Rest ist mir scheißegal. Grafikglitch. Da noch einer.
Wenn man wenigstens gerade sehen würde, wo das Schiff reingekracht ist, ne, könnte man ja eigentlich sich mal ein bisschen besser orientieren, aber noch nicht mal das sieht man hier. Weil die Dinger kommen von Meteoriten, das weiß ich. Stimmt, das Zeug ist echt wieder dies. Alter, verbrauchen wir echt zu viel? Das ist krass. Ich glaube so, dass das Zeug ist schon despawned, was ich eigentlich richtig, richtig schade finde, weil ich habe Bock, den ganzen Scheiß normal zu fahren. Charakterwerkzeuge, ich brauch dich. Okay. Das ist mir auch neu. Der Klick macht das Ding daueraktiv. Nett. Also ein bisschen Platin haben wir ja noch da, das weiß ich. Und ich glaube, daraus wäre schon aber eben halt den das Schweißgerät machen. Weil wenn man sich das mal anguckt, wie weit das Zeug eigentlich geflogen ist, ne, dann dürfte unser Zeug ja wirklich kilometerweit sein. Kommst du nicht hoch? Ach nee. Toll. Was war denn das? Magnesium. Magnesium. Was ich komisch finde, ne? Die Fischer verrecken nicht, wenn sie vom Berg runterfliegen, aber ich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht meinen ganzen Treibstoff hier jetzt verpulvere. Plus zwei Flaschen. Hier war schon drin. Au! Ich hab eingehauen. So, dann gleich mal gucken, wie viele Gasflaschen, wie viele Flaschen noch voll sind. Ja, das hat die andere schon langsam, geht die über die, 1, 2, 3, jetzt wird die andere Flasche langsam aufgebraucht. Von daher, was bist denn du? Slipper. Von daher müssen wir uns jetzt langsam wieder nach unten begeben.
Das, was ich ja krass finde, ne, wie weit das Zeug ja geflogen ist. Das ist ja... Jesus. Nee, sieht nichts so aus, ist bei irgendwas drin. Na, auf dem Rückflug können wir eben halt die ganzen Meteoriten da schon noch beäugeln. Was ist das wie Eis? Jo. Brauchen wir erstmal, ne? Hier waren wir schon drin. Oh, Gold. Baum. Hier waren wir schon drinne. Na, was hab ich gerade gesagt? Das Zeug fliegt elendig weit. Bist denn du? Magnesium. Das können wir gleich nochmal abholen. Na, jetzt. Was war hier drin? Waren wir schon. So, Magnesium. Raffinerie. Ist relativ wenig. Eis kommt ins Schiff rein und Gold haben wir auch noch mehr hier drin. So. Halt, ich muss ins Schiff zurück. Weil Eis ist ja, wird ja im Schiff verarbeitet. Und da kann ich auch gleich, oder können wir ja gleich mal unsere Gasflaschen nochmal neu öffnen. Das ist eben mal das ganz Praktische, wenn man hier wieder zurück muss. Flipp, weg sind sie. Aufgefüllt sind sie. Ich bin eigentlich immer noch der Hoffnung, dass wir eigentlich... dass wir unser Zeug wiederholen müssen oder anders gesagt wieder schieben müssen. Weil ist im Endeffekt ein Bug gewesen, ne? Kann man nichts machen. Bei AAA-Titeln würde man sich aufregen, bei dem würde man sagen, ist eine Alpha. Halt, stopp, ist eine Beta. Boah, da müsst ihr echt was machen. Der Bug existiert schon seit einer gewissen Weile. Müssten die da auch mal mitkriegen, müssten die da mal wissen. Ich würde zwar liebend gern was sagen, aber ich lasse es lieber. Unsere Geschütztürme haben auch keine Munition mehr. Ach, das läuft jetzt gerade echt ein bisschen scheiße gerade. Ach man. Ja, um dich kümmere ich mich gleich. Unsere ganze Munition ist weg. Motoren, toll. Na gut, Energiezellen sind wenigstens etwas Brauchbares. Ach nee. So, ne, ich sehe gerade auf dem Timer und es ist schon wieder Zeit, sich zu verabschieden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken, auch wenn es eben halt heute nicht wirklich viel geworden ist, was mich eigentlich eher ein bisschen ankotzt, aber sorry. Ist eine Alpha. Ich bleib dabei. Solange eben halt solche Bugs noch existieren. Ne, jedenfalls wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.